Meine Damen und Herren, erstmal freut es mich außerordentlich, dass sich sogar zwei Kandidaten für so einen arbeitsreichen Job wie den Schatzmeister finden. Das ist ja nicht immer gewöhnlich. Geld bezeichne ich als Schmierstoff für eine Partei. Und gestern hatten wir das Vergnügen, den Schmierstoff in Bilanzen zu sehen. Und dann sage ich mir, wir haben eigentlich kein Ausgabenproblem, sondern wir haben ein Einnahmeproblem. Ich werde es auch jetzt ausführen. Erstens, wir haben einen Abfluss von Mitgliedern. Der muss so schnell wie möglich kompensiert werden. Und die Lösung liegt auf der Straße. Die sehen Sie jeden Montag auch in Westdeutschland zuhaufe. Diese Menschen müssen wir in die AfD hineinkanalisieren, dass wir mehr Kraft bringen. Das geht aber nicht mit Ausschluss und Ausschlusslisten, sondern es geht nur mit Integration dieser Persönlichkeiten und Menschen. Das Zweite ist tatsächlich Spenden. Aber ich glaube, auf der Spendenseite sind wir ganz gut aufgestellt. Allerdings müssen wir daran arbeiten, das vielleicht etwas neutraler darzustellen. Für mich ist der Schatzmeister eigentlich, wenn Sie so wollen, ein Finanzmanager. Den Begriff Schatzmeister, den begrüße ich nicht so sehr, sondern in der Tat ist Finanzmanagement angesagt. Und das ist auch mit Risiko behaftet. Und Risikopositionen haben wir in unserer Partei genügend. Ich habe gerade gehört, dass wir ein denkmalgeschütztes Haus in Meißen kaufen wollen, in wahrscheinlich Millionenhöhe, und das wird zum Millionengrab. Das sollten wir geflissentlich lassen. Und dazu brauchen Sie einen Schatzmeister, der Risiko bewertet und vorher dann seine Meinung kundtut und solche Fehlallokationen verhindert. Und das war in der Vergangenheit nie der Fall, sondern wir hatten ausschließlich auf der Ausgabenseite unnötige Rechtsstreitigkeiten, die mit einer vorherigen Bewertung natürlich verhindert werden hätten können. Und ich bin ja gestählt durch das meutische Fieber, nicht? Das heißt, Herrn Meuthen durfte ich schon in der Spaltung in unserer Fraktion in Stuttgart kennenlernen. Und es hat mich nicht überrascht, dass er diese Partei in diesen Zustand geführt hat. Es hat mich nur überrascht, dass Leute, die eigentlich sich wehren hätten müssen mit ihrem eigenen Auftreten und Positionen, ihnen das zugelassen haben. Und zum Schluss geht er weg und macht hier ein Millionengrab und hinterlässt das. Glücklicherweise haben wir ihn gestern nicht entlastet, aber ich habe gehört, dass die Rückforderung auch noch eine vage Position darstellt. Kommen wir zu dem. In der Vergangenheit haben wir immer achtsam und zielorientiert agiert. Das war unser Erfolgskonzept. Wir haben diesen Faden verloren und wir müssen zurück auf diese Erfolgsspur. Das geht nur mit einer Schatzmeisterei, der wie gesagt Risiko und Chancen vorher bewertet und sich auch hart durchsetzt gegen andere Meinungen, die vielleicht anders aufgestellt sind. Lassen Sie mich zwei Zielgruppen ansprechen, die wir vernachlässigen, nämlich die Zielgruppe der alten Menschen, das sind 21 Millionen, und der jungen Menschen. Und die brauchen Zukunft. Und diese Zukunft müssen wir transportieren über Werbemaßnahmen, über Medien. Und das wurde heute schon mehrfach angesprochen. Ich frage Sie, warum kaufen wir nicht endlich eine Zeitung? Wir hätten sofort 30.000 Abonnenten hier im Raum und in der Partei. Diese wäre sofort amortisiert. Und wir können unsere Meinung heraustragen, ohne dass wir auf die Presse angewiesen sind. Das wäre die erste Maßnahme, die wir ergreifen müssen. Und jeden Tag gehen Zeitungen zuhauf praktisch in den Bankrott. Und wir können an jeder Ecke eine kaufen, hätten dazu die Lizenzierung. Das ist die erste Maßnahme. Die zweite Maßnahme ist dann wirklich zu sagen, auf dem Mantel einer Zeitung lässt sich auch ein Radio gründen. Und das können wir sofort machen. Und wir investieren dort Geld hinein. Und ich sage Ihnen, das wird sich amortisieren, ohne dass es unsere Kassen belastet. Das ist der Weg, den ich angehen will, mit Ihnen gemeinsam, und versuchen will, diesen Vorstand, der neu gebildet ist, auch auf diesen Weg zu bringen. Vielen Dank.